Bei den Männern ist die Entscheidung gefallen in Sachen Meisterschaft. Bei den Frauen noch nicht. Und wir wollen mit einem Trainer reden aus der Flyer-Alarm-Frauen-Bundesliga, der so das Gröbste hinter sich gebracht hat. Sprich, der mit allem im Grunde genommen auch schon durch ist, der auch nicht mehr eingreifen kann im Grunde genommen. Deshalb ist das dann auch ganz befreit. Daniel Kraus, schönen guten Tag in den Breisgau. Vielen Dank, schönen guten Tag, hallo. Ja, wie ist es, wenn man jetzt so die letzten beiden Spiele relativ entspannt angehen kann? Ja, irgendwie schön. Auf der anderen Seite wäre es natürlich umso schöner, wenn wir die letzten beiden Spielen auch noch irgendwie oben mit angreifen könnten. Jetzt nicht um die Meisterschaft, aber Platz 3 ist ja schon ein sehr lohnendes Ziel ab der kommenden Saison. Deswegen ist es ein lachendes und ein weinendes Auge. Allerdings sind wir auch realistisch genug, um uns einschätzen zu können. Und ich glaube, wir können trotzdem auf eine erfolgreiche Saison zurückblicken. Lass uns kurz über Platz 3 reden, weil was vielleicht, oder ich hoffe mal, dass jetzt auch viele gucken, die oder das durchlesen, die jetzt auch nicht unbedingt mit dem Frauenfußball so zu tun haben. Platz 3 ist ab der kommenden Saison zumindest schon mal berechtigt, sich um für die Champions League zu qualifizieren. Also bisher war immer nur 1 und 2, der Pokalsieger ging leer aus beim Frauenfußball und der erste und der zweite waren dabei. Also das ist ja wirklich jetzt echt ein lohnendes Ziel, ne? Dritter zu werden. Ja, absolut. Ich glaube, es zeigt auch, dass der Frauenfußball einen deutlich höheren Stellenwert jetzt auch bekommen hat in den internationalen Gremien. Und ja, für die Bundesliga natürlich top, weil wir doch mit Bayern und mit Wolfsburg zwei Mannschaften haben, die so dem Rest ein bisschen entrückt sind. Und jetzt hat man einfach danach trotzdem die Möglichkeit, international zu spielen. Lass uns dann kurz bei der Champions League bleiben. Eingeführt und maßgeblich mit daran beteiligt Nadine Kessler, die bei der UEFA viel zu sagen hat in Sachen Frauen. Deshalb eigentlich unvorstellbar ist, dass sie zum DFB als Präsidentin geht, oder? Eine spannende Idee auf jeden Fall. Ja, ich glaube, dass sie gut tut mit ihrer Art und Weise an einer entscheidenden Stelle, ob das jetzt die UEFA ist oder der DFB. Ich glaube, dass sie sich gut durchsetzen kann. Und es spricht ja auch für sie, dass sie sich in den UEFA-Gremien so nach oben gearbeitet hat, dass sie für den Frauenfußball eine gewichtige Stimme hat. Und ich denke, wenn man jetzt den Tellerrand mal verlässt und das wäre der deutsche Fußball und mal so international guckt, haben wir eine ganz spannende Entwicklung europaweit. Und ich glaube, dass sie da ja gut ist, diese Entwicklung begleiten zu können. Lass uns auch gar nicht das Thema DFB länger vertiefen. Wir kommen auf die Bayern und Wolfsburg zurück. Vor 3 Wochen oder vor 4 Wochen habe ich gedacht, boah, ja, hat sich erledigt und der Spaß ist vorbei. Bayern ist durch. Was ist passiert, damit es jetzt dann doch nochmal spannend geworden ist? Ich glaube, man hat Wolfsburg unterschätzt. Wolfsburg spielt keine schlechte Saison. Wolfsburg hat relativ früh bei uns Punkte gelassen. Und da muss man ehrlicherweise sagen, haben wir in der 95. Minute den Ausgleich gemacht. Und deswegen sind sie von vornherein hinterhergelaufen und hatten dann das Hinspiel in München verloren, auch deutlich, allerdings auch mit Verletzungssorgen. Und deswegen war immer dieser große Abstand und man hat immer das Gefühl gehabt, ja, die Saison macht das Bayern auch wirklich gut. Bayern hat herausragend Fußball gespielt, viele, viele Tore gemacht. Und deswegen ist Wolfsburg so ein bisschen unter dem Radar gelaufen. Auf der anderen Seite ist natürlich jetzt so, zum Ende der Saison, Bayern hat dann noch die Champions League. Das ist vielleicht ein bisschen ungewohnt, trotzdem dieser Rhythmus. Und ja, Wolfsburg hat einfach Punkte geholt und sich nach und nach rangerobbt. Und dann, glaube ich, war auch das Pokalspiel, was sehr deutlich ausging für Wolfsburg, nochmal so ein Knackpunkt, wo alle gesagt haben, okay, hey, vielleicht kann da doch noch was gehen. Ich weiß noch, ich habe 2 Live-Spiele diese Saison kommentieren dürfen, 2-mal Wolfsburg dabei und jedes Mal kam wieder der Ärger über euch raus, weil jeder gesagt hat, Mensch, da haben wir die Meisterschaft verspielt. Also insofern hast du dann doch noch einen Anteil an der Meisterentscheidung. Ja, also wir sind natürlich vor allen Dingen stolz, weil es ein Stück weit auch verdient war. Nicht verdient aufgrund der Chancen oder der Spielanteil, das natürlich nicht, aber aufgrund der Mentalität. Ich glaube, wenn man gegen Wolfsburg 1-0 hinten liegt und dann zu sagen, mit einer jungen Truppe, die sich findet, so viel Herz an den Tag zu legen und bis zum Ende dran zu glauben, ist es natürlich für uns ein tolles Erlebnis gewesen, sich dann in der letzten Sekunde belohnen zu können. Ja, und für Wolfsburg war es natürlich maximal bitter, das ist uns schon bewusst. Auf der anderen Seite, wenn man das Rückspiel sieht, haben wir auch 3-2 verloren, hatten aber auch das Gefühl, dass wir vielleicht sogar noch einen Punkt hätten mitnehmen können. Also gegen die Großen, gegen Wolfsburg haben wir uns die Saison ganz gut verkauft.
Jetzt haben dann alle gedacht, okay, Bayern ist durch. Dann war das wieder. Plötzlich haben alle gesagt, oh, jetzt schafft Wolfsburg das doch. Ja, von wegen Pustekuchen, das Duell zwischen den beiden ging 1-1 aus. War das eine Vorentscheidung? Ist es dann jetzt doch so, dass die Bayern Meister werden? Ja, also schlussendlich war es natürlich die größte Möglichkeit für Wolfsburg, direkt vorbeizuziehen. Auf der anderen Seite spielen beide noch gegen Frankfurt und Frankfurt hat dieses Jahr ja eine Saison mit Höhen und Tiefen. Trotzdem stehen sie im Pokalfinale, haben eine tolle Mannschaft. Deswegen glaube ich, ist es schon wichtig, jetzt einfach nochmal drauf zu gucken. Die Wolfsburger spielen jetzt am Wochenende gegen Frankfurt, haben die Woche drauf das Pokalfinale. Also ganz gegessen ist es noch nicht, aber die Bayern haben jetzt, glaube ich, alles wieder in der Hand. Und ja, es wäre ihnen auch irgendwie zu wünschen nach der Saison, dass sie jetzt nicht titellos dastehen. Ja, wäre halt ein Drama gewesen. Ich weiß nicht, ob das auch jeder weiß, aber sie sind im Pokal rausgeflogen, eben gegen Wolfsburg, die dann gegen Frankfurt spielen. Und in der Champions League sind sie dann halt auch eben noch rausgeflogen. Ich meine, jetzt haben wir ja gesehen, gegen wen sie rausgeflogen sind. Also so schlecht war das ja auch nicht, was sie da gemacht haben. Wobei es Ausscheiden war überflüssig, oder? Ja, ich glaube, das kann man jetzt für beide Spiele. Also Wolfsburg fliegt auch gegen Chelsea raus. Und in beiden Spielen hat man, oder in den vier Spielen hat man immer das Gefühl gehabt, dass die deutsche Mannschaft nicht die schlechteren waren. Aber in dem Falle für Wolfsburg, glaube ich, im Hinspiel nicht die effizienten. Und für Bayern, muss man sagen, hat das Hinspiel vielleicht auch die Möglichkeit geboten, ein Tor mehr noch zu machen. Und das Rückspiel lief, glaube ich, dann maximal unglücklich. Trotz allem sind wir nicht so weit weg in Deutschland mit dem Fußball. Weil so die Zeiten haben sich ja schon gewandelt. Also wenn ich dran denke, auch als wir uns kennengelernt haben, da war der deutsche Frauenfußball noch eine Etage höher, was aber sicherlich auch damit zu tun hat, dass es damals eben nicht so viele Vereine wie beispielsweise den SC Freiburg gab, jetzt aus der ersten Männerbundesliga, die dann eben auch die Frauen unterstützt haben dementsprechend. Ja, also ich glaube, dass die Frauenbundesliga lange, lange Vorreiter war. Freiburg macht es ja tatsächlich auch schon lange mit dem Frauenfußball. Ich glaube, dass es jetzt einfach eine neue Zeit ist. Der Frauenfußball ist deutlich in der Öffentlichkeitswirksamkeit gestiegen. Große Vereine in England investieren viel Geld. Also wenn man jetzt in die erste Liga der Frauen in England schaut, das sind das ja sehr, sehr viele Vereine, die auch in der Premier League spielen. Da ist natürlich auch andere Finanzkraft dann da. Und deswegen, glaube ich, muss man sich einfach jetzt international im größeren Maßstab messen. Und ich finde es absolut begrüßenswert. Und wir im DFB oder wir in Deutschland müssen einfach schauen, wie können wir uns neu ausrichten, dass wir die Qualitäten, die uns ausgezeichnet haben, auch wieder auf den Platz bringen. Und das, glaube ich, geht es vor allen Dingen um Ausbildung. Es geht aber auch um natürlich finanzielle Mittel. Deswegen sind es ganz spannende Zeiten. Und ich glaube, dass es uns gut tut, dass wir positiv und optimistisch in die Zukunft schauen und schauen, was wir verändern können, anstatt den alten Zeiten näher zu trauern, die zweifelsohne sehr erfolgreich waren. Aber wir sind nicht so weit weg, dass die nicht auch in naher Zukunft wieder sehr erfolgreich sein können. Wie wichtig wäre denn dann jetzt, Frankfurt haben wir gerade schon gesagt, die können tatsächlich zweimal das Zünglein an der Waage spielen, spielen noch bald, spielen sowohl gegen die Bayern als auch gegen Wolfsburg und spielen im Pokal. Wie wichtig wäre denn das, Frankfurt, jetzt ja Eintracht Frankfurt, wenn die tatsächlich auch noch den Pokal gewinnen, wäre das auch nochmal so ein Zeichen an den einen oder anderen Verein? Das ist auf jeden Fall ein tolles Projekt, ne, dass die Eintracht sich jetzt auch positioniert hat, dass man gar klar und deutlich sagt, okay, wir wollen da oben rein, wir wollen ja die beiden Großen ärgern. Ich glaube, das macht den Wettbewerb interessanter. Und ist natürlich, das zeigt einfach die Richtung. RB Leipzig ist aktuell eine Zweitligist, ein ambitionierter Zweitligist. Und ich glaube, wenn man 5-6 Jahre in die Zukunft schaut, dann haben wir viele Bundesligisten auch in Deutschland. Und da muss man sich eher die Frage stellen, sind wir mit 12 Mannschaften noch gut aufgestellt oder ist es nicht vielleicht an der Zeit, regelmäßiger Fußball zu spielen? Das kann man nicht mit 12. Von der Warte her glaube ich, dass Frankfurt eine tolle Saison hat. Ich freue mich maximal für den Nico, für meinen Kollegen, dass er das jetzt so hinbekommen hat. Es gab ja auch mal zwischenzeitlich eine schwierige Zeit. Leider hat der Aufschwung auch mit dem Pokalsieg im Halbfinale gegen uns dann so ein bisschen begonnen, was natürlich nicht so glücklich ist für uns. Aber ja, zeigt trotzdem, dass Investitionen sich lohnen und für die Frauenbundesliga auf jeden Fall ein Stück weit Attraktivität dann reinkommt. Nicht zu vergessen, nächstes Jahr ist dann auch der 1. FC Köln wieder da. Abgestiegen und dann wieder aufgestiegen und fatalerweise Köln ja in dem Zeitpunkt abgestiegen, wo sie dann wirklich auch mal ein bisschen mehr
Geld in die Hand genommen haben, was man jetzt ja sieht oder was gut zu sehen ist. Bayer Leverkusen hat sich plötzlich entschieden, Mensch, wir unterstützen das jetzt mal richtig. Thomas Eichin hat da wohl auch einen sehr großen Anteil dran. Und schon funktioniert es. Die waren ja zeitweise mal Dritter. Gut, jetzt sind sie gerade Pendel so zwischen 4 und 5 immer. Aber da sieht man ja dann auch, wenn die großen Vereine wollen, dann geht auch mehr. Ja, die Infrastruktur ist meistens da. Ich glaube, dass es ja einfach auch jetzt erkannt wird, dass es sich lohnt, zu investieren. Und wir sprechen ja über die Finanzmittel, die für etablierte Bundesligisten jetzt gar nicht so erheblich sind, um relativ schnell auch ja, ein gewisses Standing zu haben in der Frauenbundesliga. Und ich denke, dass es einfach wichtig ist, dass wir ja selbstbewusst auftreten. Ich glaube, der Frauenfußball hat sich extrem entwickelt und es lohnt sich reinzuschauen. Es gibt natürlich bei uns auch Spiele, die nicht so ansehnlich sind. Die gibt es im Männerbereich allerdings auch. Es gibt aber auch viele tolle Spiele. Und wenn ich jetzt zuletzt an das Champions-League-Finale sehe, denke, dann ist es ja einfach Werbung, wo man sagt, okay, auch als neutraler Fußballzuschauer kann man sagen, das macht Spaß zu gucken, da ist Tempo drin, da ist Technik drin. Und ich glaube, dass es auch die großen Vereine jetzt mehr und mehr sehen und das tut uns allen gut. Ja, der Frauen, also ich habe mein erstes Frauenfußballspiel, glaube ich, Ende der 80er gemacht. Das ist wie beim Männerfußball, finde ich, kannst du das überhaupt nicht mehr vergleichen. Also da liegen Welten dazwischen. Ja, ist so. Also die Strukturen ändern sich, passen sich an und man muss mitgehen. Es ist eine sehr, sehr spannende Zeit, weil sich viel tut. Und ja, ich bin deswegen froh, Teil der Entwicklung sein zu dürfen. Entwicklung ist ein gutes Stichwort natürlich beim SC Freiburg. Da geht es dir nicht anders wie deinem Kollegen Christian Streich. Das heißt, einmal im Jahr am Ende der Saison, das so, ey, super und Mädels, ihr wart toll und so weiter. Und jetzt bist du weg, jetzt bist du weg und jetzt bist du weg. Viel Spaß in England, viel Spaß bei den Bayern, viel Spaß. Wie sehr nervt das? Ja, natürlich ist der Wunsch von uns allen, dass wir eine Mannschaft aufbauen können und die immer weiterentwickeln können. Auf der anderen Seite ist es, glaube ich, auch für uns wichtig, dass wir uns einordnen können in der Liga und dass wir wissen, okay, was ist unsere Rolle? Und die Rolle ist, dass wir vor allen Dingen Spieler ausbilden wollen für die Nationalmannschaften, für die Topvereine und dafür auch entschädigt werden wollen. Das ist schon auch so. Und auch der Weg ist jetzt mittlerweile ein sehr realistischer im Frauenfußball. Und klar, es hat alles sein Für und Wider. Um Titel möchte ich auch gern spielen, möchten wir auch als SC Freiburg gern spielen. Da ist wahrscheinlich für uns eher der Pokal der relevante oder naheliegendste. Deswegen ärgert uns auch das Halbfinale aus. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch irgendwie schön, dann nach Talenten zu schauen und neue Spieler zu entwickeln. Ich hätte ja, wenn es nach mir gegangen wäre, wäre ja für mich der Pokalsieger dann erstmal derjenige gewesen, der für die Champions League qualifiziert ist. Und wenn es dann einer der ersten beiden ist, dann rutscht der Dritte halt nach. Aber das ist nun wieder ein anderes Thema. Weil du gerade gesagt hast, die Entwicklung und Ablösesummen, weil das war ja bisher auch nicht so im Frauenfußball. Da gab es meistens Einjahresverträge. Und dann sind die halt immer für, wenn überhaupt, für ganz kleines Geld weggegangen, die Großen. Und Freiburg hat ja nun ein paar Große rausgebracht schon. Ja, als wenn ich mit unserer Managerin spreche, dann strahlen die Augen. Wenn man jetzt in die Nationalmannschaft aktuell schaut, sind wirklich viele mit Freiburger Vergangenheit. Ja, spricht für die Arbeit, die hier gemacht wurde, spricht für den Standort. Und ja, jetzt entwickelt sich, das haben wir vorhin schon gesagt, im europäischen Vergleich gibt es jetzt viele Mannschaften, die Geld in die Hand nehmen. Und ich glaube, dass wir sagen müssen, okay, wir haben eine ganz gute Infrastruktur, wir wissen, was wir können. Wir sind selbstbewusst, dass wir ein guter Ausbildungsverein sind. Und können uns da positionieren und können gut umgehen mit dem Für und Wider und ja, haben trotzdem Spaß und entwickeln eine Mannschaft und sind uns bewusst, die allerbesten werden vermutlich dann ihren Weg weitergehen. Trotzdem wollen wir erfolgreichen Fußball spielen. Nationalmannschaft haben wir gerade schon angesprochen. Im Moment weiß ja noch keiner so richtig. Also ich kann es mir immer noch nicht vorstellen, dass die Olympischen Spiele stattfinden. Auch so, was man gerade so alles hört. Aber wie traurig ist das, Olympische Spiele ohne unsere Nationalmannschaft? Ja, schon irgendwie ja, blöd, dass wir uns da nicht qualifizieren konnten. Das ist, glaube ich, ein Fakt einfach. Weil wenn man jetzt mit Leuten spricht, die bei Olympia gewesen sind, bei uns jetzt aktuell Melanie Behringer als Olympiasiegerin, die bei uns die zweite Mannschaft trainiert,
Ja, das sind Erlebnisse, ich glaube, da zerrt man ein ganzes Leben lang von. Und es wird uns sicher gut tun, wenn wir als Frauenfußball Deutschland da alles daran tun, dass wir bei der nächsten Olympiade wieder dabei sind. Aber ich glaube auch, dass die Struktur jetzt wieder wächst und es zeigen ja auch die Ergebnisse und die Spielweise der Frauennationalmannschaft, dass wir auf einem guten Weg sind. Haben auch, glaube ich, die richtige Bundestrainerin jetzt, ne? Eine tolle Frau. Hat das Glück, mal ein halbes Jahr mit ihr gemeinsam arbeiten zu dürfen. Schätze sie wahnsinnig als Person, aber auch als Trainerin. Und bin, glaube ich, auch ja, froh, dass sie jetzt bei uns die Nationalmannschaft betreut. Hatte eine gute Zeit in der Schweiz. Aber auch das Team, was um sie drumherum ist, ist, glaube ich, ein sehr, sehr ehrgeiziges. Und es macht Freude, mit denen gemeinsam zu arbeiten und auch die Früchte zu sehen, die Spieler dann auf den Platz bringen. Ja, ich finde, es ist auch ein komplett ganz anderer Zug drin. Wenn wir schon über Trainer sprechen und du wohnst in Freiburg, wie oft hast du denn im Yogi einen Espresso getrunken in einem dieser berühmten Cafés da, damals, als es noch ging? Gar nicht, leider, weil ich das erste Jahr sehr damit beschäftigt war, mich selber hier zurechtzufinden und erstmal die ganzen Cafés zu finden in der Stadt, dann den Schwarzwald zu entdecken. Und ja, dann natürlich auch zu gucken, wie kann man eine Verbindung finden zum SC Freiburg, zu dem Männerbereich. Und ja, also es ist bei mir eher so gewesen, dass ich mit dem Nils Petersen den einen oder anderen Kaffee getrunken habe, weil wir uns aus Jena kannten und er mir damit den Einstieg hier in Freiburg ein bisschen erleichtert hat. Ja, und dann kam halt die Pandemie. Aber demnächst hat der Yogi ja Zeit. Wer für dich, der Hansi Flick, der geeignete Nachfolger? Ja, irgendwie so hat man das Gefühl, dass es der logische Nachfolger wäre. Hat eine Vergangenheit als Weltmeister, hat beim DFB die Sportdirektorenrolle, glaube ich, ganz gut ausgefüllt und hat jetzt alles in München erreicht mit einer sehr sympathischen Art und Weise. Und ich glaube, das kann uns ja als Verband wirklich gut tun, dass wir wieder jemanden haben, der viel Charisma hat, der Erfolg hat jetzt als Vereinstrainer und Bock hat, nochmal eine Nationalmannschaft zu trainieren und da ja, uns voranzubringen. Der Bogen zu Hansi Flick, den haben wir jetzt auch deshalb geschlagen, weil es in Sprenger spricht, Hashtag Books and Sports, in dieser Woche um 34. Spieltag in der Bundesliga geht. Da geht es dann um die Bayern und da geht es dann auch um Hansi Flick und die Autobiografie oder vielmehr die Biografie, die Günther Klein über Hansi Flick geschrieben hat. Und da sitzt jetzt tatsächlich einer, der sich das Buch schon gekauft hat. Warum? Was hat dich so fasziniert? Ja, ich bin natürlich auch selber Trainer und möchte immer lernen von Leuten, die Erfolg haben, möchte verstehen, welche Dinge sie beschäftigen, weil ich glaube, dass es die große Kunst ist für uns als Trainer, dass wir nicht der Meinung sind, wir sind irgendwann fertig, sondern wir brauchen eine klare Philosophie, eine klare Idee, wie man spielt, aber wir haben es mit Menschen zu tun und Hansi Flick hat aus der Co-Trainerrolle ja, in das Scheinwerferlicht in Bayern München, wo man ja jedes Wort seziert wird, es geschafft, einen tollen, begeisternden Fußball spielen zu lassen und vor allen Dingen auch alle Spieler wieder hinter sich zu bekommen, den Verein hinter sich zu bekommen. Und ich glaube, dass man da ganz, ganz viel rausnehmen kann aus diesem Buch. Ja, was steckt hinter diesen Menschen? Was macht ihn so sympathisch? Was macht ihn aber auch so erfolgreich? Es ist ein bisschen Vorbild? Ja, aktuell schon, dass man sagt, ich möchte auch attraktiven Fußball spielen, ich möchte auch gerne offensiv pressen, möchte schnelle Ballgewinne haben. So, man gibt ja ein paar Trainer, mit denen man sich da identifizieren kann. Und warum nicht von den Besten lernen und gucken, was kann man für sich selber adaptieren. Deswegen für mich gab es gar keine Frage zu sagen, okay, dieses Buch möchte ich haben, dieses Buch möchte ich kaufen. Habe aber auch Biografien gelesen von Jürgen Klopp, der auch in dieser Richtung unterwegs ist. So, also deswegen ist es immer so, dass ich schauen will, was machen die Besten und gucke, was ich davon mitnehmen kann. Also das Buch gibt's dann tatsächlich ausführlich im Podcast. Da gibt es auch noch ein anderes Buch, Die Trainer von Dietrich Schulze-Marmeling. Das kann ich dir dann auch noch ans Herz legen. Okay. Da stehen so einmal wirklich alle großen Trainer drin. Gibt es auch eine Folge irgendwo. Ich weiß jetzt aber nicht mehr welche. Da haben wir ausführlich mit ihm darüber gesprochen. Wenn wir jetzt über Hansi Flick gesprochen haben, dann sind wir natürlich auch ganz schnell im Männerbereich. Dann sind wir bei Stefan Lerch, dem Noch-Trainer vom VfL Wolfsburg und vielleicht Pokalsieger, der dann die Frauen verlässt, weil er was anderes machen wollte und jetzt eine U-Auswahl bei Hoffenheim trainiert. Ist das
Der nächste logische Schritt, ist das ein nachvollziehbarer Schritt und ist das das, was du auch mal machen möchtest oder sagst du, ich fühle mich mit den Frauen einfach wohler? Ja, lustigerweise habe ich heute mit ihm telefoniert und ihm gratuliert zum bestandenen Fußballlehrer unter diesen ja doch Wahnsinnsbedingungen in diesem Jahr. Wir haben auch natürlich ein bisschen gesprochen über Hoffenheim, über Ideen. Ich finde den Schritt nachvollziehbar aus seiner Sicht, weil er ist jetzt lange Zeit in Wolfsburg sehr, sehr erfolgreich. Ja, wenn man jetzt schaut, was haben sie alles erreicht in den letzten Jahren, da ist nicht mehr so viel. Ich glaube, der Champions-League-Titel fehlt ihm noch. Aber ansonsten, klar, wenn man sich weiterentwickeln will, gibt es nicht viele Möglichkeiten aus Wolfsburg im Frauenbereich. Dann muss man wahrscheinlich dann ins Ausland gehen. Und das ist in der aktuellen Phase, glaube ich, gar nicht so einfach immer, dann zu schauen, was ist der richtige Schritt. Und im Männerbereich, ich sehe es nicht als Rückschritt, ich sehe es als spannende Herausforderung für ihn. Und U17 in Hoffenheim haben ja schon andere Trainer gezeigt, dass der Weg von dort in die U19 und in die Bundesliga ein durchaus gangbarer Weg ist. Deswegen finde ich es spannend und wünsche ihm natürlich alles Gute. Für dich auch irgendwann mal ein Weg, oder? Ich weiß es nicht. Ich bin aktuell super glücklich im Frauenbereich, weil ich der Meinung bin, man kann sich hier noch gut entwickeln. Und solange das so ist, ja, möchte ich das auch gerne weiterführen. Bin jetzt die ganze Zeit aber auch schon in der Frauenbundesliga, so dass man vielleicht schon noch mal guckt, okay, wie kann man sich dann hier noch weiterentwickeln. Ich möchte gerne irgendwann noch im Titel spielen, möchte vielleicht auch gerne irgendwie mal beim Verband arbeiten. Das wären so Bereiche, wo man sagt, ah, okay, das kenne ich jetzt nicht, sondern nur aus Gesprächen. Möchte ich aber gerne irgendwann mal erfahren. Habe aber jetzt auch aktuell hier eine spannende Aufgabe mit dem jungen Team. Wir haben einen Strukturwandel, unsere Profis ziehen ja ins neue Stadion, sodass wir dann auch jetzt sagen können, okay, für uns ändert sich viel. Und ich glaube, solange die Aufgabe spannend ist und man das Gefühl hat, man kann als Mensch, als Trainer weiter wachsen, dann stellt sich für mich die Frage nicht zwangsläufig, dass ich sagen muss, okay, ich muss in den Männerbereich, aber ich will es nicht ausschließen, weil es auch da eine Menge interessante Aufgaben gibt. Das heißt, ihr zieht dann jetzt ins Schwarzwaldstadion? Das ist zumindest der Plan. Es ist aktuell noch so ein bisschen drum gekämpft, weil wir ja ein paar Klagen mit dem neuen Stadion haben, sodass die Profis ja weiterhin auch eventuell im Schwarzwaldstadion spielen müssen. Aber wir wollen gerne als Abteilung uns positionieren und sagen, okay, um langfristig diesen Bundesliga-Standort halten zu können mit all den Herausforderungen, die sich stellen, müssen wir gute Bedingungen haben. Und deswegen würde sich das Schwarzwaldstadion in Nachnutzung für uns als gesamte Abteilung natürlich anbieten. Wenn wir schon über die Bedingungen sprechen, dann kommen wir jetzt doch nicht um das Thema rum, was ich heute eigentlich mal ganz nach hinten schieben wollte. Aber wie sehr trifft jetzt gerade auch die Frauenfußball-Bundesliga und auch einen kleineren Verein die Pandemie? Wir hatten das große Glück, dass wir relativ früh eingruppiert wurden in den Profifußball, sodass wir ja eigentlich das Privileg hatten, zwar diesem Hygienekonzept zu unterliegen, was jetzt nicht die maximalen Einschränkungen betrifft, aber eigentlich kicken konnten. Wir konnten regelmäßig trainieren, wir konnten Fußball spielen. Deswegen sind wir und fühlen wir uns auch sehr privilegiert, dass wir spielen dürfen und ja, für uns sich das Leben gar nicht dramatisch verändert hat. Ich glaube, das ist trotzdem gerade, ja, es betrifft ja alle Vereine, natürlich einen großen Einnahmeverlust gab. Wir alle natürlich gerne vor Zuschauern spielen, dass wir einfach dieses Fußballerlebnis ist ohne Zuschauer ja nicht mal ein Viertel, sondern wir machen es ja am Ende, um natürlich dem Spiel zum einen einen Wert zu geben, zum anderen aber auch Leute zu begeistern für Fußball. Und deswegen sehen wir, glaube ich, alle, sowohl ihr als auf Kombinatorenebene, als auch alle Vereine, als auch wir Akteure dann auf dem Platz und neben dem Platz, die Zuschauer zurück, sodass wir endlich wieder feiern können gemeinsam. Und das macht Fußball aus. Jetzt hat mir Zoom gerade angezeigt, wir schenken dir noch ein paar Minuten. Ich gucke auf die Uhr. Wir waren eigentlich gut in der Zeit. Ich danke für die Zeit, die du uns geschenkt hast. Hoffe, wir sehen uns irgendwie bald mal dann in Freiburg wieder und können dann auch tatsächlich mal einen Kaffee trinken gehen, weil den wollten wir immer trinken gehen. Und dann kam halt diese doofe Pandemie dazwischen. Ja, ich würde mich freuen. Das Wetter ist hier zwar heute auch mäßig, aber im Normalfall kannst du dich eigentlich immer ganz gut auf Sonnenschein einstellen. Deswegen freue ich mich, dass wir uns hoffentlich bald wiedersehen. Danke dir für das Gespräch und ja, alles Gute. Wir sehen uns. Bis bald. Ciao.